Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nein, das tue ich natürlich nicht. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Landwirtschaft Simulator 17. Direkt im Anschluss an die anderen beiden. Ich mache mir eine Aufnahmesession hier. Ja, wie man sieht, unser Helfer hat schon fertig gegrubbert. Kommt der Helfer mal eben hier rein. Entschuldigung. Wird euch ein Objekt. Hört mal, ich bin doch kein Objekt. Also, jetzt mal ernsthaft, ne? Und ein Objekt ist meistens dann das. Das heißt, wäre genderspezifisch schon mal nicht schlecht. Aber ich bin trotzdem kein Objekt. Ich bin ein R. Ja, kann man durchaus wahrscheinlich sagen. So. Der rollt eben noch aus. Und Dankeschön, Helfer. Ich übernehme. Hat er für uns eine Bahn gesät. Haben wir mal wieder ein schön gerades Stück, damit ich mich jetzt orientieren kann. Und ich mache mal wieder Radio an, aber diesmal nein, stopp. Machen wir Rock Radio FM. Rock is the answer. Und ich komme von der Bahn ab wie sonst was. Ja, wieder, ne? Ich mache jetzt in jeder Folge ein anderes Radio an. In der letzten war es Elektro, dieses Mal wird es Rock. Wenn es Metal gäbe, würde ich auch Metal anschmeißen, aber wer weiß, was sie da wieder machen würden. Wahrscheinlich eh nichts, was mir dann gefallen würde. Bin da ja sehr wählerisch, das Thema hatten wir ja beim letzten Mal schon mal. Es klingt schon mal nicht schlecht. Ich hab's halt recht leise. Damit ich nicht automatisch zu laut rede. Wenn ich das zu laut auf den Ohren habe, dann rede ich selber immer lauter. Muss ja nicht sein. Ich kann ja auch in einer normalen Lautstärke reden. Aber es klingt nicht schlecht. Wird dieser Streifen hier noch einmal übersät. Vielleicht schon dieser lange Streifen da hinten, der nicht mitwachsen wird dann. Und da oben der kleine. Aber fahren wir noch einmal hoch und dann einmal runter und das war's dann. Bleibt der Rand wieder frei zum Beispiel. Das reicht. Dafür nochmal extra hin und dann wieder zurück. Das ist eigentlich unnötig. Hab übrigens schon in den letzten zwei Folgen vergessen zu hupen. Ich hab doch gesagt, dass ich mindestens einmal pro Folge gehupt. Damit habe ich das jetzt offiziell nachgeholt. Ich muss doch noch mal einmal hoch. Der Streifen ist doch noch arg breit. Ach, wollte ich auch mal jemanden weiter aufnehmen. Aber seit natürlich Tobi mit auf dem Kanal ist, wofür ich sehr dankbar bin, habe ich aber ja selber praktisch weniger Projekte. Ja, wir haben ja immer drei Videos pro Tag, aber manchmal vier.
Tobi schafft halt zeitlich meistens, oder Tobi schafft halt zeitlich nur eins. Ich nehme halt so viel im Voraus auf in letzter Zeit, dass ich durchaus immer 3-4 Folgen ja im Voraus bin sozusagen, und deshalb auch dann die Folgen alle raushauen kann. Aber wenn ich alleine wäre, würde ich auch 3 Videos pro Tag hochladen und hätte dann mit Sicherheit irgendwie der Ark oder The Forest oder irgendein Survival Game zum Beispiel. Würde ich auch sehr gerne mal wieder machen, überhaupt mal The Forest würde ich gerne mal let's playen. Weil The Forest doch lustig ist, vielleicht finde ich auch jemanden, der das mit mir zusammen macht, im Multiplayer. Da müsste ich mir aber noch mal jemanden raussuchen. Oder halt Ark, weiß ich gar nicht, da kann ich dort, weil ich gesagt habe, ich nehme Ark vom Weg ab, ne? Da machen wir hier direkt weiter. Mit den Sojabohnen. Dafür stelle ich jetzt aber einen Helfer ein. Steige selber aus. Und ich als Objekt blockiere wieder den Traktor. Ich kann ja schon mal spritzen. Muss ich ja sogar jetzt. Oder düngen allgemein. Also ja, da kann man den Motor machen. Das soll wahre Wunder wirken. Prozent, das reicht noch halt. Ich glaube, wir sind schon hier sogar. Das Ziel steht, wo man sich nachher, sieht auch lieber aus, als wir es funktionieren. Ist ja nicht gut, das ist ja, so, eben kurz. Das heißt, wir jetzt hier sind schon einmal gedüngt. Ne, erkennen wir eine hellblauen Farbe, eigentlich. Das geht nämlich auch schon, ja, ne? Ja, ich hab dann jetzt hier auch schon eine Fuhre. Da muss ich mich beeilen mit dem Zurückfahren. Ich hoffe, das hilft dann überhaupt schon. Eigentlich hilft das jetzt noch gar nichts, ne? Doch, es sieht dann so aus, als würde das vielleicht auch helfen. Versuch's mal, wie das hier mit dem Bild funktioniert, weiß ich halt noch nicht ganz genau. Ich weiß aber halt auch leider nicht genau, wie man es jetzt im Real Life, wie man ja so schön auf Neudeutsch sagt, macht. Wann man da welchen Dünger wie wann ausbringt. Auf jeden Fall haben wir hier ja Mineraldünger, der ist auf jeden Fall sehr umweltfreundlich. Einen Biobauern für mich, wie mich natürlich sehr wichtig. Stopp, ich wollte überhaupt nicht den Tacho hier auch automatisch stehlen. Fahren wir einfach ein paar Mal hin und her und gucken uns das Ganze mal an. Im Moment kann ich zumindest noch kleine Pflanzen wieder kaputt machen. Das ist natürlich sehr schön. Warum allerdings hier schon ein Streifen so stark gewachsen ist und der Rest noch gar nicht, weiß ich nicht. Habe ich danach irgendwo eine Pause gemacht? Habe ich irgendwas? Habe ich dann eben den einen von da hinten geholt? Nee, kann auch nicht sein. Der Dreschstück wurde auch nicht mehr. War das nur mit dem Flügel gleichzeitig? Naja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall eigenartig eigentlich, dass jetzt hier vorne schon ein ganzer, schon eine, boah, 2-3 Reihen sind es ja schon stehen. Und der Rest noch so gar nicht kommt. Und so stückchenweise sollte ja vielleicht doch mal der Rest auch aufploppen irgendwann.
auch wieder an dieser Stelle, so wie in der letzten Folge schon mal, während er hier einfach gerade ausfährt, trinke ich mal wieder einen Schluck Tee. Prost, Leute, muss sein. Sonst wird er nämlich zu kalt. Vergessen die Lichter anzumachen. Ich bin noch hier am Arbeiten. Also müssen auch die Lichter an. Während ich hier gerade irgendwie mit der Maus die ganze Zeit vorne den Frontlader verstelle. Sehr schön. Wieder Lohnzahlungen und wir haben das Feld gewünscht, stimmt? Nein, haben wir nicht. Gut, dann zählt es doch erst hinterher. Aber egal, wir haben auf jeden Fall getan. Schön, wir haben was getan, was nicht bringt. Top. Läuft, wie man so schön sagt, läuft bei mir. So, ab durch die Mitte. Außerdem sehe ich gerade bei der Vorschau bei OBS, dass ich unten die Windows-Leiste eben mit aufnehme. Also hier die Leiste, wo drauf sind, welche Fenster ich gerade alles geöffnet habe. Das soll natürlich eigentlich nicht der Fall sein. Habe ich vergessen, von Transportiver zurückzuschalten. Muss ich gucken, dass ich die hinterher beim Video bearbeiten irgendwie rauskriege. Schön. Naja, hat man schon mal. Passiert. Passiert. Den haben wir als Traktor, ne? Mit zwei Stück. Der nächste wäre der Fendt, der hat aber weniger PS. Danach der T6, der hätte mehr. Nein, auch nicht. Der Wald hat mehr. Verfügt über eine Rückvereinrichtung. Weil ich jetzt immer am Überlegen war, ob man einen verkauft und dafür einen moderneren Traktor holt. Aber ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen mit warten. Ich will mal eben schnell schauen, wer denn so als nächstes. Was denn als nächstes kommt in unserem Preissegment. Ja, ich stelle den Moment falsch rum. Hier neben in unsere Düngeabteilung. Erstmal sauber gemacht werden hier. Ich würde jetzt mal, wie das aussieht. Das ist ja Wahnsinn. Der ganze Dreck setze ich da natürlich ab und ja, Dreck da so vor sich hin, ne? Das geht ja nicht. Ah. Der Gruber kann ja weg, der kann ja erstmal implantiert werden. Der Ölrettich hat sich ja noch gar nicht entschlossen, überhaupt mal ein Stückchen zu wachsen, ne? Ne, genau. Der wächst dann noch so vor sich hin.
Ich frage mich halt, warum dieser eine Streifen schon fertig ist. Ach, der war stärker gedüngt, ne? Dieser Streifen ist stärker gedüngt. Kann das sein, dass der deshalb schneller wächst? Das kann, oder? Das kann, ne? Fall ich schon ins Holländische rein. Also, stell ich den einfach mal hier irgendwo ab. Wechsel in den, jawohl. Bin mit der sauer gemacht, genau. Ich mach dich wütend, Junge! Und danach können wir mal wieder schauen, ob unsere Hühner Eier gelegt haben. Hier ganz wichtig auch das Blech so von innen sauber zu machen, ne? Da wischen wir ganz viel ab. Ach, ja. So. Jetzt habe ich mich gerade selber aufgeschmissen. Aber gut, es gibt Schlimmeres. Bin ja nur ich. Dann fahren wir den mal hier rum. Ich muss mal jetzt versuchen, ein bisschen für uns zu planen. Ich weiß ja voraus, dass wir irgendwann halt so etwas kriegen, wie einen Verladewagen etc., ne, der dann hier vielleicht auch noch untergestellt wird. Ja, Motor aus, aussteigen, ich wechsle mal ins Auto. Beziehungsweise bevor ich natürlich ins Auto wechsle, völlig doof, erstmal bei den Hühnern vorbeischauen. Ja, ein Bauer stand im Sauerland und dachte drüber nach, dass Hühner auf der Stange sitzen und Tauben auf dem Dach. Ne? Und so weiter und so fort. In der Zwischenzeit, ganz munter, holt er Fuchs den Hühner im Hühnerstall, ne? Von der Stange runter. Ne, da fehlt ein Satz. Egal. Peinlich. Da fehlte ein Satz. Egal, mein Herz schlägt für das Sauerland. Das ist das Wichtigste. Auch wenn ich da nicht mehr wohne. So, jetzt haben wir wieder ein paar Eier mit dabei. Das konnte man irgendwo nachgucken. Stopp, Preise. Immer noch fleißig am Steigen. Ist immer noch am Steigen dran. Verkaufswert ist das hier, ne? Oh, ist ja natürlich nichts. Da lohnt sich ja nichts zu verkaufen. Finanzen. Wir können natürlich ein bisschen Geld zurückzahlen. Tiere, nein. Statistiken. Eier im Stall, eine. Eier im Rucksack, 12. Wo liegt das andere Ei? Wahrscheinlich wieder ganz irgendwo an den Zaun gequetscht. Ich sehe den Zaun. Oh Gott, Hilfe. Da war's. Jetzt mal jemanden oder einfach jemanden finden, der uns die Eier abkauft. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA 6 hier, ne? So ungefähr fühlt sich das gerade an. Drive-by. Moment, ich muss eben die auf das Maschinengewehr wechseln. Nein. Wer hat uns denn beim letzten Mal die Eier abgekauft? Wo war denn das? War das nicht hier irgendwo? Ich hätte mir das vielleicht mal merken sollen.
das Auto ist ja sehr schön schnell. Finde ich gut, dass man sowas ja von Anfang an hat. Da. Bei der Pizzeria rein, natürlich. 111 Euro eingenommen. Ich habe mal vor 111 Euro für 12 Eier. Das sind aber, also das sind die Bio-Deluxe-Eier, ja. Also anders kann ich mir das schon gar nicht vorstellen hier. Meine Güte. Ja, das Auto übersteuert aber auch sofort. Das ist schlimmer als bei Formel 1. Mann. Gut, mit 130 eine Kurve, mit 120 eine Kurve. Ja. Aber vielleicht kann ich so einparken. Na, nicht ganz. Aber fast. Ja. Wunderbar, ich habe mir diesmal nicht die Uhrzeit gemerkt, als ich die Aufnahme angefangen habe. Ich weiß gar nicht, wie lange die jetzt schon geht. Aber sagen wir mal einfach so. Wir sehen uns einfach gleich wieder. Ich beende jetzt die Aufnahmesession. Bis gleich oder bis morgen, je nachdem, wie die Zeit gerade läuft. Bis dann, euer Nordoron.